Okay, hier sind wir im drittletzten Hack, den ich heute anspiele. Und hierbei handelt es sich diesmal um einen Mega Man Hack. Und zwar um den, ja, habe ich den gesagt, die Hedgehog Trap. Also, wir schauen mal, wohin uns das bringt. Ich hoffe, wir sind nicht der bekackte Sonic. Ich hasse Sonic nämlich. Und wir haben die Musik von Mega Man 3. Wir haben auch eine Passwortfunktion, die wir gesehen haben. Und wir haben die Endgegner von Mega Man 2. Das ist lustig. Jetzt ist der Spaß. Ich könnte jetzt die Reihenfolge nehmen, mit der ich anfange, wenn ich das normale Mega Man 2 durchspiele. Und das wäre in dem Fall Metal Man, der durchsichtig ist. Scrapbrr. Gut, er ist durchsichtig. Wir nehmen das mal so hin. Kein Mega-Booster. Alter Schwede. Oh, ich bin hier in Schwerelosigkeit. Okay, alles klar. Oh, fuck, Alter. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, Mega Man zu spielen. Okay, wir müssen mit einem Schuss immer attackieren. Ich hätte auch gerne noch für meine Freunde aus Argentinien, die mir eventuell zuschauen, ein wenig einen Superstar-Soccer gespielt, aber geht jetzt schon wieder. Der kommt doch runter, ne? Nee. Aber, ja, wie ich es gesagt habe, meine... Fuck. Da könnt ihr auch mal Energie droppen irgendwie. Aber halt meine lebendige, und jetzt haben wir wieder keine Schwerkraft mehr. Jetzt wieder schon. Ich weiß es nicht. Aber meine... Aber mein Fraps funktioniert halt nicht. Von Arschloch zu mir. Das ist bestimmt Instant Dead, oder? Ich kann mir so richtig vorstellen. Aber wir fallen nicht auf Instant Dead rein. Oh, Waffenpower brauchen wir nicht. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Fuck! Dachte ich, jetzt wäre ich tot. Ja, und wie es teilweise für Hacks üblich ist, sehr, sehr viele Glitch. Okay. Ich werde hier ordentlich mit Energietanks versorgt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich misstraue diesen komischen Stachelrädern immer noch. Oh, hier ist schon wieder keine Schwerkraft mehr. Das ist aber irgendwie gar nicht so schlimm. Und dann sind wir beim Endgegner. Wer auch immer das jetzt, wie auch immer er sich jetzt verhalten wird. Ich hab Schwerkraft. Jetzt habe ich wieder keine Schwerkraft. Was ist denn hier los? Ist auch egal. Den pusten mal hier weg. Ja. Was schaltet denn hier mal die Schwerkraft aus und ein? Das kapiere ich nicht. Okay, aber der ist im Arsch.
Also einen Hack habe ich noch. Der ist leider der, ja, kann man sagen, schwerste, was wir spielen. Und deswegen werde ich da eine die Funktion. Ey, was habe ich? Habe ich jetzt gerade? Ich habe immer nicht aufgehalten. Ich habe Metal Blade gekriegt. Ein bisschen wabbeln. Angefangen. Ja, nach Bubble müssen die Heatman kommen. Wie bescheuert guckt eigentlich Crashman? Ja, egal, versuchen wir mal. Aquatic R. Ja, wir werden dort die. Ich bin schon wieder schwerelos, ne? Also irgendwas ist hier so ein bisschen außer Kraft gesetzt, habe ich das Gefühl. Okay, abwärts. Mann, ich werde da Safe States benutzen, weil es geht nicht anders. Du hast nur ein Leben. Du fängst immer wieder von vorne an. Und es hat viele. Ah, leck mich doch. Und es glitscht sehr viel. Was vielleicht auch an dem unverträglichen Emulator hängt, ich weiß es nicht. Was hat mich denn jetzt gerade getroffen, bitte? Okay, das ist schon mal nicht so nett, das Level hier. Oh, schon wieder abwärts. Ja, man denkt immer, man fällt in Schluchten und dann fällt man gar nicht irgendwo rein. Scheiße. Das wäre jetzt auch noch, wenn das Ding hier in den Endschluss schleifen würde. Von vielen Glitches reden, ne? Ja, und zum Schluss habe ich noch ein Originalspiel. Das war natürlich gar kein Glitch, habe ich vergessen zu erwähnen. Okay, ist egal, irgendwie kriegen wir das schon durch. Ein bisschen strange alles. Leben. Rush Core, Rush Marine. Und Metal. Ich habe gar keinen Mega Booster. Au! Beschissener Dreckstaubsauger! Alter, noch ein Energietank! Ich habe die Musik kaputt gemacht, weil ich in den falschen Abgrund gefallen bin. Die fahren da durch die Wand lustig durch. Aua. Egal, dann treffen sie mich halt. Also Kollege, ich bin ja von deiner Idee beeindruckt, aber du solltest vielleicht nochmal üben hier mit dem... Du solltest hier vielleicht nochmal üben mit dem... Glitch-Crack. Passt alles. Gut. Zweiter kaputt. Also ich glaube, hier kommen wir im ersten Video schon ziemlich weit, wenn das alles so passt. Also ich finde das gut, dass er hier die... dass man quasi bei Mega Man 2 ist, aber leiden kann wie 3. Bubble Lead. So, dann müssen wir jetzt Heatman nehmen. Da steht
verstehe nicht, wo man es hingekriegt hat, dass er die Gegner hier... also er hat die Levels. Er zeigt jetzt an, wir sind jetzt im Lava. Okay, ich hab's verstanden. Braucht sich auch genauso langsam wie in Element 2. Und wir sind in Snake Man Stage. Tot. Okay, ist ja auch mal was Neues. Beim letzten Mal hat er mich ja um meinen Tod betrogen. Hier nicht. Das Level scheint ein bisschen schwerer zu sein. Ich kann nur hoffen, dass wir bald einen Rash-Jet kriegen. Okay, das macht diese komische Schwerkraft im Spiel. Boah, die macht auch doch noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Den Rushcore brauchen wir eigentlich gar nicht. Tropf. Tropf. Ja. Oh! Mensch. Was jetzt? Passt. Fällt gleich wieder ein Energieblock runter, also die... ein Energietank. Also teilweise... Das ist komisch. Dann hat man hier die Schwerkraft nicht funktioniert und das funktioniert so wieder nicht. Teilweise irgendwie sehr hoch. Okay, Instant Death ist natürlich nicht so schön. Aber was willst du machen? Solange wir jetzt nicht so überraschend in Lava fallen kannst. Okay, kannst du. Was für das Ding, wollte ich sagen? Ja, Mega Man. Snake Man. Stage muss hier sein. Eine der geilsten, die es überhaupt gibt, finde ich. Aber 2 und 3, der Soundtrack war hier eh absolut awesome. So, das müssen wir mit Crash kaputt kriegen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das hat er auch alles so gelassen, wie es war. Und jetzt kann ich auch sehen, ob ich sterben will oder nicht wahrscheinlich. Denn entweder geht es da oben weiter oder hier. Das hat keinen Sinn. Oh, okay, das hat aber Sinn. Energietank. Okay, den brauchen wir noch nicht. Scheiß drauf. Dass wir mal wenig Licht hätten. Ja, sehr, sehr geile Musik. Hier, Snake Man war geil. Und Flash Man in Mega Man 2 war mega geil. Metal, also Mega Man 2 hatte generell... Oder? Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob... weil den gleichen Soundtrack hat. Ne, 2 hatte noch einen besseren, finde ich. Also war natürlich mit Flash Man und sowas. Schon mega. Oh. Das liebe ich. Unsere starke Sprungkraft. Aber wir haben es überlebt, jetzt können wir ihn wegbabbeln. Und wenn ich mich nicht täusche, könnten wir jetzt sogar noch einen zweiten Endboss schaffen. Einen dritten. Mal her.
Okay, das war nicht gerade gut von mir, nicht gekonnt, aber für den hat's gereicht. Ich gebe mal diese Scheiße hier weg. Nebenbei. So, und mit Heat haben wir gut gemacht. Ja, ich denke, das Spiel ziehen wir durch hier. Das schreibe ich dann Green Hill. Okay, Suikoden 2 Green Hill. Stage? Keine Ahnung, hier sind... Marta-Pfähle. Oh, Alter, Schnee. Okay, hier haben wir ein bisschen schnellere Gegner. Mag ich. Halbwegs. War das? Ne, das hier war Snake Man, ne? Oder Top Man? Ich weiß es nicht mehr. Alles zu lange her. Ja, so nicht, ne? Top Man müsste das sein. Ja, ich glaube, man kann sich an den Gegnern orientieren, was für Gegner kommen. Ein bisschen. Ja, und tut mir jetzt leid, dass... Schissene Affe. Das hier jetzt auch nur, die Augen. Fick dich. Was ich jetzt im Moment nur so ein alten Kram hier spiele. Retro-Kram. Ich hoffe, Friedrich kriegt mein Super Nintendo wieder, meine PlayStation-Emulator wieder heile zu meinem Geburtstag, weil er ein sehr lieber junger Mann ist. Dann kann ich auch mal Resident Evil 4 oder 5 weitermachen. Oder mir vielleicht eine 1 C hier holen, ich weiß es nicht. Und dann, also das war jetzt eine wirklich billige Stage. Wir können auch nicht aufladen. Dann müssen wir den irgendwie so abschießen. Okay. Ja, ist alles nicht so das Problem. Also. Gerade ein bisschen eklig glitschig, aber glitschig. Ja, haben wir den auch. Und dann sind wir bei 18 Minuten und beenden den ganzen Scheiß hier. Natürlich werde ich die Passwortfunktion nutzen, um das hier im Rahmen zu halten und ich irgendein billiges Safe machen. Ich mache trotzdem ein, wer weiß, ob ich Energietanks habe. Das ist A3, C1, 3 rot, C1 blau und F4 rot. Gut, das ist ja ein Mini-Passwort. Ja, damit beende ich das Video hier. Wir gehen ins nächste Spiel. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns wieder.